Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den neuen Monatsreport für euch, den Monatsreport Juni 2016. An Cecilias Stelle, die noch im Urlaub ist, unterstützt mich Wiesen heute und wir haben einiges Neues zu berichten. Dabei sei aber angemerkt, wir liefern euch jetzt hier wirklich nur eine grobe Zusammenfassung aus den wichtigsten Punkten. Der vollständige Artikel wird dann bei SCB erscheinen und dementsprechend könnt ihr dann da auch nachlesen und nochmal im Detail nachlesen. Wir suchen uns jetzt das Wichtigste raus, aber an allererster Stelle, bevor wir jetzt richtig loslegen, wollen wir uns erstmal, wie immer, monatlich bei unseren Patreons und unseren Unterstützern bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das hier alles macht und möglich macht. Hilft uns auch jetzt schon bei der Vorbereitung auf die Gamescom. Ja, da spielt es eine große Rolle. Allerdings. Und auch bei unserer Planung des Studios. Ja, definitiv. Ja, also da werdet ihr in Zukunft auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das da bei uns abgeht. All das machen unsere Supporter möglich. Ähnlich wie die Subscriber eigentlich bei Robert Space Industries sind das die Patreons, die Leute, die den Channel hier am Laufen halten. Von daher vom ganzen Team ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Macht weiter so, dann machen wir auf jeden Fall auch weiter so und das freut uns sehr. Ja, und da kommen wir jetzt mal zum Hot Topic und zwar zu Star Citizen. Ja. Also, auf jeden Fall Hot Topic ist der Weg zum Patch 2.5 und natürlich die ganzen Arbeiten, die jetzt mit dem Patch 2.4 und 2.4.1 schon realisiert wurden. Da ist nämlich jetzt schon zu sagen, für den aktuellen Patch wurden bereits 12 PTU-Builds released und 2 Live-Builds. Ja. Das heißt, ja, da ist sehr, sehr viel passiert im letzten Monat. Der ganze Fokus lag natürlich auf der Persistenz, die auch zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr zuverlässig funktioniert. Da gibt es gar nicht so viele Probleme. Es ist ihnen aber klar, dass gerade, wenn es um die Serverlags geht, wenn es um Synchronität geht, wenn es um Latenzzeiten, Desync geht, dass da bei diesem Patch noch zurzeit sehr, sehr viele Schwierigkeiten bestehen. Und die werden jetzt nochmal gezielt angegriffen. Ja. Um die Stabilität zu schaffen, die wir brauchen, dann um 2.5 zu erreichen. Ja, da wird sich das Ganze nämlich dann deutlich auch erweitern. Das heißt, wir werden schon eine neue Location kriegen und so weiter und so fort. Da gehen wir dann im Laufe nochmal drauf ein, des Monatsreports. Man kann also sagen, sie konzentrieren sich jetzt also auf 2.5. Einmal die Bugs rauszukriegen, die jetzt aktuell in der Spielversion drin sind und einmal natürlich um die neuen Inhalte. Ja, und was es alles so geben wird, fangen wir unter anderem in der ersten Kategorie mit an, und zwar Engineering ist die erste. Ja, und da kann man sagen, das Itemsystem 2.0 ist so im Fokus, dass es sich durch den ganzen Monatsreport zieht. Und das ist tatsächlich nicht so ein kleiner Schritt, weil wenn man uns die Rüstung jetzt anschaut, dann gibt es ja Helme, dann gibt es das, wie heißt das, Jetpack, könnte man sagen. Ja. Da gibt es die Rüstungsteile, Brust, Panzerung, Oberschenkel, Panzerung, Stiefel. Und wenn man jetzt einen Gegenstand kauft, sieht man schon, dass da so Auswahlfenster sind für die einzelnen Items. Ja. Und das Itemsystem 2.0 wird gerade diese Rüstungsteile, diese Objekte am Körper trennen voneinander. Und da ist das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um diese Modularität der Charaktererstellung überhaupt zu ermöglichen. Ja, definitiv. Und da sind sie nämlich gerade dabei, das wirklich einzeln auseinanderzubauen. Das heißt, die Rüstungen sozusagen sich einzeln in den Teilen anzugucken, um sie fertig zu animieren, damit das auch ins Itemsystem reinkommt. Über Schiffskomponenten und Waffen haben sie diesmal nichts geschrieben und nichts getan. Entweder ist das schon soweit fertig oder sie müssen da nochmal ran. Auch ganz wichtig, Itemsystem ist noch nicht für 2.5 oder ähnliches angekündigt. Da haben wir noch keinen Release-Date, auch nicht mal ein grobes. Ja, das wissen wir noch nicht, wann das kommen kann. Weiter ging es aber dann auch mit einem wichtigen Thema, und zwar der NPC-Interaktion und dem großen Update Subsumption. Da geht es vor allem darum, dass jetzt die NPCs tatsächlich nicht nur hinter den Tresen stehen, sondern sich halt schon in der Umwelt bewegen. Das heißt, sich gegen die Wand lehnen, spazieren gehen, vielleicht was aufheben, was sie auf dem Boden finden, Routen haben, auf denen sie sich halt fortbewegen, dass man dort vielleicht die nächsten Möglichkeiten schafft, später Interaktion mit uns auch zu ermöglichen. Das heißt, jetzt lernen sie laufen, sich bewegen, sich orientieren in der Umgebung und dann werden wir sehen, wann dann auch die Interaktion mit uns kommt. Genau, also das Subsumption-Update an sich stellt eben genau den Punkt da, wo die ganzen Landezonen dann mit NPCs gefüttert und bevölkert vor allem werden sollen. Und wie gesagt, wie Wiesen schon erläuterte, wird es wahrscheinlich erstmal darauf hinauslaufen, dass sie quasi als Statisten um uns herum sich begeben und ein bisschen was anstellen und wir dann außer irgendwann auch zur Interaktion kommen. Da sind sie gerade sehr, sehr kräftig mit dabei, das auszuentwickeln. Und außerdem, ja, was dich, glaube ich, besonders freut, ist der nächste Laden in Planung.
Und zwar, tatsächlich ist es so, hatte ich auch damals, glaube ich, getippt, als wir die Folge gemacht haben, über die Persistenz. Wahrscheinlich ist es so, dass Dapper's Depot, oder es ist so, dass Dapper's Depot als nächster Store eingepflegt wird in das Persistenz-Update, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir werden da Items kaufen können, uns das Sortiment anschauen können und dementsprechend Schiffskomponenten kaufen, Waffen kaufen können. Wo das jetzt, ich schätze mal auch, dass das in dem Store eingerichtet wird auf Port Odisar. Ah, da ist noch, gibt's noch freie? Gibt es noch freie Läden zu mieten, aber da habe ich jetzt noch keine genauen Details. Nee, wissen wir auch noch wirklich nicht. Also das heißt, ob es jetzt erstmal nur Arcorp betrifft oder ob sie dieses sogenannte Terminal oder Window Shopping dann schon drin haben, dass man halt wirklich einfach übers Interface einkauft und dann wird es quasi ans Schiff rangeliefert oder wie auch immer. Das weiß man noch nicht. Genau daran arbeiten sie jetzt noch. Was sie fertig haben, ist das Inventar von dem Shop und den Shop an sich und die Mechanik funktioniert. Und das Ganze ist jetzt zur Abnahme bei Chris Roberts. Der muss dann noch seinen Haken hinsetzen. Muss einmal durch den Store laufen und sagen, gefällt mir nicht. So ist es. Nochmal neu alles auspreisen. Genau. Da ist jetzt, da hängt sozusagen das nur dran, beziehungsweise das ist jetzt der nächste Schritt. Außerdem, was ich sehr cool fand, war die Sache mit der Traktorstrahlmechanik. Die ist nämlich jetzt tatsächlich im Design ausentwickelt und wird integriert, richtig? Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also eine echte Mechanik. Wie funktioniert der Traktorstrahl? Welche Reichweite hat er? Und so weiter und so fort. Aber Vorsicht, ich würde sagen, halt das Dumpers Depot hat gute Chancen, in den nächsten Patch zu kommen. Ja, ja. Der Traktorstrahl macht natürlich keinen Sinn ohne Caterpillar und ohne Objekte, die du... Ja. Ich denke, der wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen. Ja, haben sie auch gesagt, denn der wird frühestens mit der Caterpillar direkt ins Spiel kommen. Caterpillar war jetzt schon angekündigt für mehrere Monate noch, ne? Die sie braucht im Development. Aber mit dem Schiff soll dann eben auch die Traktormechanik reinkommen. Ich denke, das hat auch ganz viel mit dem Itemsystem wiederum zu tun, weil diese Objekte müssen auch alle auf dem Server drauf sein. Es muss Objekte geben, die man bergen kann. Ja. Sonst bringt er nichts. Sonst bringt er nichts, natürlich nicht. Aber für alle Besitzer von einer 315P oder einer Cutlass, die dann auch einen Traktorstrahl mit dabei hätten, die werden dann auf jeden Fall mit dem Release der Caterpillar auch diese Mechanik genießen können. Mal gucken, sie haben es soweit schon fertig und warten halt darauf, dass die Caterpillar auch noch ein Stück weitergeht. Ja, und dann großes Ding im Engineering, ganz, ganz fette Überschrift war noch, Nyx wird prozedural. Und zwar ist es so, dass sie tatsächlich schon ein Bild, ein Testbild für sich haben und es geht gerade darum, jetzt diese Umgebung zu testen, weil es gibt dort Parkplätze, ganz wichtig für die Buggies. Man wird sogar prozedural auf dem Planeten mit Buggies unterwegs sein können oder vielleicht mit dem kleinen Panzer von der Aquila beispielsweise. Oder den Dragonflies. Oder den Dragonflies, sehr wichtiger Hinweis. Auch damit wird man dann halt durch die Gegend jetten können. Dann testen sie die ganze Umgebung, den Hangar, die Schlafplätze, Stores wahrscheinlich auch. Genau. Also alles muss durchgetestet werden, aber sie sind sehr, sehr weit. Ja, sie sind sehr, sehr weit. Sie haben sehr, sehr gute Fortschritte damit gemacht. Für 2.7 ist das Ganze festgelegt. Also da soll es soweit sein, dass sowohl der erste prozedural generierte Planet als auch die neue Landezone mit Nyx dann da in das Stanton-System kurz mal verschoben wird, damit man das da testen kann. Wie gesagt, dafür bauen sie jetzt sogar die Landezone noch weiter aus. Also Nyx ist eigentlich eine kleinere Landezone mit relativ wenig Habitat und wenig drumherum. Gibt es ja schon Aufnahmen von, ne? Von der Landung dort. Eigentlich sehr, sehr klein, der Standort, aber es wird erstmal eine große Testumgebung. Ja. Ne? Genau, das soll halt wirklich der Sandkasten sein, in dem man das Ganze dann testen kann. Darum bauen sie halt jetzt ein paar Sachen dazu. Ist auch tatsächlich dann so der Schritt, wenn es soweit ist. Ich bin ein bisschen zu viel am Spekulieren mal wieder im Monatsreport, aber es ist halt tatsächlich die erste, sag ich mal, die erste Verschmelzung von dem Social-Modul und dem Mini-PU. Genau. Und darum sollte man schon klar sein, wenn 2.7 kommt und Nyx dann kommt, dann ist es noch nicht die endgültige Levski-Landezone, wie sie dann später irgendwann mal im Nyx-System sein wird. Die ist kleiner. Sondern ein Testsandkasten. Ja, das ist ein echter Testsandkasten und das wird aber sehr, sehr cool und es zog sich auch wirklich durch den ganzen Monatsreport, fast alle Studios arbeiten aktuell daran. Sieht man also viel Fortschritt tatsächlich, ne? In diesem Monatsreport. Das ist sehr spannend. Ja, und damit gehen wir auch zur nächsten Kategorie, nämlich Design and Art. Da haben wir natürlich die Arbeit vor allem an 2.5. Da war sehr viel Designarbeit nötig, zum Beispiel für die Grim Hex Piratenstation, die kommt. Genau, und die ist designt und wartet quasi auf die Implementierung oder ist vielleicht schon die teilweise schon implementiert, was wir vielleicht nicht wissen. Ja, 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 genau. Aber sie ist jetzt in der Testphase und wartet darauf, mit neuen Shops implementiert zu werden. Richtig. Ich glaube, sie wollen am Ende nochmal etwas zur Beleuchtung machen. Es kommt jetzt quasi nochmal der finale Polish so, damit das alles auch für schön ranzig aussieht. Ja, Lightning und Texturen sind natürlich immer so die letzte große Baustelle. Ja. Dass es auch funktioniert, nichts flackert, die Türen dann auch die Umgebung dahinter nicht schwarz ist. Ja. Diese ganzen Sachen funktionieren. Genau. Aber wie gesagt, das ist ein bestätigter Content für 2.5. So ist es. Genauso wie die neuen Klamotten, die neue Kleidung, die damit dann auch ins Spiel kommen soll. Es soll sogar selbst eigen gebrandete Labels dafür geben,
sozusagen, die sich dann da. Ja, genau. Die dann dort ihre Sachen verkaufen. Auch das wurde natürlich im Design alles erstellt und es kostet sehr, sehr viel Arbeit natürlich dafür, ein komplett neues Design zu erschaffen, damit es sich eben auch abhebt. Und dann gab es in Design und Art noch ein großes Update im Grunde zu Squadron 42. Ja, und das Größte davon war das mit dem Level-Design. Die sind fast alle fertig designt jetzt, final. Also sind in der finalen Ausgestaltungsphase. Das heißt, tatsächlich werden sie jetzt schon durchgetestet im Spiel. Also nicht nur als Konzept, sondern tatsächlich werden die Level durchgetestet. QA ist dran. Also QA sitzt dran und testet die Level alle nach ihren Richtlinien und ob sie jetzt in der Engine so funktionieren, wie sie dann auch wirklich sollen. Danach, nach dieser finalen Designphase, wäre eigentlich tatsächlich nur noch Lightning dran. Also das heißt die Beleuchtung und natürlich noch eventuelle Interaktion, das heißt Dinge, die du im Level anstellen kannst, Türen, die du öffnen, schließen kannst, diese ganze Interaktion kommt noch. Was mich jetzt total wundert an der ganzen Sache, jetzt fange ich wieder an, halt das Thema abzulenken oder es auszuweiten, was mich wirklich wundert ist, wir haben so wenig gesehen von der KI-Interaktion. Ja. Das heißt aber eigentlich, wenn sie das schon so testen können, dann müsste sie doch eigentlich schon fertig sein. Ja, weiß ich nicht. Das kann sein, dass die, ich glaube, das sind verschiedene Level, die da noch nicht fertig oder noch, also ich sage mal, einen jemanden vor dich hinzustellen. Ach so, sie starten vielleicht die Level, ohne dass die KI-Interaktion den Weg quasi vorbereitet hat. Das glaube ich nämlich schon, ja. Ich glaube, das Level-Design ist tatsächlich wirklich die Räume aneinander, sodass das alles funktioniert, dass die Türen aufgehen und sonst was alles und dann wird es vermutlich dann erst mit NPCs gefüttert. Aber NPCs war auch nochmal ein Stichwort dabei und zwar, diesmal geht es um die Bösen und zwar geht es um die Vendul. Und da wird nochmal gerade kräftig daran gearbeitet in Bezug auf Design, um nämlich den Vendul FPS, also First-Person-Shooter-Anteil und den Nahkampf zu gestalten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Dinger sind ja riesig. Ja. Und ich kann mir vorstellen, Nahkampf mit einem Vendul wird halt kein Vergnügen werden. Nee. Ja? Da hat man so ein kleines Messer irgendwie, so ein Überlebensmesser. Und der Vendul kommt da an mit seinem Schwert oder seinem Stachel. Die haben immer so Dornen oder Klingen. Genau. Ja. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, dadurch wissen wir jetzt FPS-Mechanik, Nahkampfmechanik, weil Vendul spielt eine große Rolle auch. Aber hallo, ja, und vielleicht gerade für die Anfangsszene von Squadron 42, wir werden es erfahren. Außerdem haben sie noch gesagt, dass zusätzliche Cutscenes aufgenommen werden. Die werden jetzt im Performance Capture nochmal aufgenommen, das heißt ein paar Schnittszenen werden sie wohl noch brauchen, um zwischen den jeweiligen Szenen zu überleiten. Und dann gab es noch ein Update zum FPS, auch im Design-Teil, weil da gab es ganz viele neue Animationen. Genau, da werden gerade die letzten oder die weitere Motion Capturing Aufnahmen integriert und da haben wir auch schon, beziehungsweise werden schon getestet in der Engine und da haben wir auch schon Bilder gesehen von, da gab es einmal ein Bild zu der schnellen Ein- und Ausstiegsmechanik in die Schiffe oder was jetzt gerade eine Arbeitung ist das Deckungsfeuer, gezieltes Deckungsfeuer und auch blindes Feuer, das heißt über die Deckung hinweg, kennt man ja aus vielen Spielen und neue Sprunganimationen sind jetzt auch geplant, damit die Leute wahrscheinlich nicht mehr so, so rumhopsen wie in so einem, Arcade-Spiel. So ist es, ja. Das ist alles in der Arbeit gerade. Sie haben wohl die Motion-Capture-Aufnahmen abgeschlossen und das bedeutet, es wird jetzt einfach ins Spiel umgesetzt. Also das heißt, der FPS kriegt jetzt auch nochmal einen Polish. Wie auch schon von Chris Roberts angekündigt, dass das im Grunde genommen alles nicht mehr so weit entfernt ist, vielleicht von einem Release von Star Marine. Wollen wir es hoffen. Wir gehen weiter zur letzten Kategorie hier und das sind die Schiffe. Und ja, da gibt es erstmal ein fettes Update zu fetten Schiffen, nämlich zu Großkampfschiffen. Also, was wirklich so ein bisschen Gänsehaut verursachen kann, ist, dass die Idris tatsächlich so weit fertig ist, dass sie nur noch mit dem Schadensmodell arbeiten, gerade im äußeren Schaden und mit der Beleuchtung Korrekturen vornehmen. Der Rest soll fertig sein. Mhm. Und das ist natürlich jetzt schon wieder für Leute, die gern spekulieren wollen, ein Hinweis darauf, wie weit Squall 42 sein könnte. Mhm. Also das ist einmal eine Riesennachricht, würde ich sagen, dass diese Idris fertig ist. Vielleicht sehen wir auch dann noch weitere Aufnahmen auf der Gamescom von dem Schiff. Vielleicht wird da mehr verraten. Und dann wurde auch gesagt, dass der Bengel tatsächlich jetzt einen fertig gestalteten Hangar hat. Den Hangar-Lift haben sie fertig und die Brückenkommandosektion ist fertig. Und das alles immerhin schon sowohl innerhalb als auch von außen, also in das Innere und das Exterior ist beides fertig davon. Sie haben angegeben, dass etwa 70% des Bengel fertiggestellt sind und dass sie etwa 3 Monate kalkulieren, um ihn fertig zu kriegen. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass Briefingräume und Mannschaftsunterkünfte, dass die durch das modulare System sich dann auch gleichen zwischen Idris, Javelin und Bengel. Ja, genau. Das ist nämlich das Update, was dann zur Javelin noch kam. Und zwar auch dort heißt es, sie geht
Entwicklung schreitet gut voran und sie profitiert halt sehr von der Vorarbeit, die die an der Idris geleistet wurden. Das heißt, die, eben wie du sagst, die Räume werden wahrscheinlich angeglichen, aber eingesetzt und die Flure und ähnliches, das wird wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich nicht mehr wissen, auf welchem Schiff wir gerade unterwegs sind. Ja, ich hoffe ja, die machen dann irgendwie so einen Farbcode, dass man das immer irgendwie erkennen kann. Ja. Oh, Javelin war es. Ja, ja, genau. Steht dann steht im Gang auch drauf, ja, genau. Auf welchem Schiff man sich befindet. Genau, finde ich super. Nein, aber das, da gibt es noch eine Arbeit, und zwar, sie haben mehrfach betont in dem Monatsreport, dass die Javelin halt für Squadron 42 sehr, sehr wichtig ist und insbesondere der Hangar da eine besondere Aufmerksamkeit aktuell bekommt. Der wird nämlich nochmal konzeptioniert. Ich kann mir vorstellen, dass da irgend so ein Hampel kommt, ja, irgend so ein Obermufti, der einen dann mal eben so im Hangar im Feld quasi befördert. Ja. Ja, wahrscheinlich so ein Auftritt. Sowas in der Art, ja. Wir sind gespannt, vielleicht kriegt sie auch nochmal ein neues Hangar-Konzept. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, aber zumindest steht tatsächlich nur drin, dass sie sich viele Gedanken über den Hangar gemacht haben und dass sie jetzt da nochmal an der Konzeptarbeit sind. Doch ein Carrier jetzt, doch kein Zerstörer. Wir werden es sehen. Löse ich schon wieder hier so Spekulationen aus. Genau. Das wollte ich gar nicht. Wir machen weiter. Wir machen weiter und zwar mit der Argo. Die Argo ist inzwischen fertiggestellt, das kleine Utility-Ship, wie es so schön heißt. Ja, und das ist eine kleine Überraschung für den nächsten Patch. Weil Flight und Hangar Ready im nächsten Patch 2.5 und auch im Sale dann wieder interessant an dem Schiff ist, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Fans hat, obwohl dieses Schiff tatsächlich im Snapfighter-Maßstab begrenzt ist in den Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ein sehr begehrtes Schiff und das wird jetzt auch schon mit 2.5 released. Ja, also das kleine Teil, in mehreren Varianten wird es kommen, also das bedeutet vermutlich insbesondere der Pod hinten wird austauschbar oder wird ausgetauscht unter den Varianten. Das bedeutet, wir haben da auf jeden Fall ein kleines neues Schiff zur Auswahl, was dann Flight Ready wird und übrigens alle Besitzer, die eine Idris bereits haben, wo eine Argo dabei ist, die brauchen sich jetzt nicht irgendwie in Schweißausbrüche auszubrechen, denn die ist dabei. Also die kriegt ihr auch als Loaner-Ship, selbst wenn die Idris noch nicht verfügbar ist. Aber wie gesagt, es wird ein sehr kleines Schiff sein und ich denke mal, Quantum Drive fällt auch weg. Ja. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass es nochmal ändern werden, aber von den Aussagen, die wir jetzt haben, sieht es so aus. Sieht es danach aus, genau. Schöne, gute Nachrichten gibt es nochmal für alle Spacebiker da draußen und zwar zur Dragonfly, kann man sagen, dass die jetzt die Whiteboxing-Phase abgeschlossen hat. Ist ja auch ein kleines Schiffchen, ein Minischiffchen, aber das heißt auch, dass es relativ schnell ins Spiel kommen kann. Ja, nach dem Whiteboxing kommt das Greyboxing, dann kommt das Einbauen in die Engine. Das heißt, wir sind nur noch zwei Phasen davon entfernt. So schnell, wie das Whiteboxing abgeschlossen war, nämlich innerhalb von anderthalb Wochen, kann man damit rechnen, dass sie relativ bald flugbereit wird und dass sie sich auch alle sehr freuen, denn die Entwickler rauschen damit schon durch die Gegend. Oh mein Gott. Ja, ja. Und was auch viele, viele freut von euch, das weiß inklusive ich. Inklusive mir. Ja. Die Reliant wird mit dem nächsten Patch 2.5 wird sie auch flight-ready sein. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, eine Nachricht, das wird sehr, sehr viele freuen von euch. Das glaube ich auch. Ich finde es selber sehr cool. Ich mag die Reliant und ich freue mich sehr darauf, sie auf die erste Spritztour auszutreiben und irgendwo rauszuballern nach Crusader und mal zu testen, wie dieses ganze Flugmodell dann funktioniert. Sehr gespannt drauf. Ja, also auch das für 2.5 auf jeden Fall. Zusammen mit dem Argo haben wir dann eigentlich zwei Flight-Ready-Schiffe, die geliefert werden, was ziemlich cool ist. Und die Argo in zwei Versionen. Ja, in zwei Versionen, was auch immer die Versionen dann sein werden. Also von daher, das war jetzt eigentlich die Kategorie über Schiffe. Wir sind durch mit dem Monatsreport an der Stelle, aber wir haben natürlich noch Interaction für euch und da wollen wir jetzt eins wissen. Das war eine sehr schöne Frage, die kannst du gleich mal stellen. Tja, das ist jetzt so ein bisschen ein Reizthema, ja. Da gibt es ja nun sehr, sehr viele Leute, die ständig schimpfen, meckern und halt auch ein bisschen trollen vielleicht, wenn man böse ist. Aber wir wagen die Frage und reichen sie an euch weiter. Wann wird denn Squadron 42 released werden? Wir möchten jetzt eure Spekulationen hören. Wir spekulieren ja ständig darüber und zittern und warten und bangen. Deswegen die große Frage dieses Jahr noch. Da haben wir euch ein paar Termine zur Auswahl gestellt. Mhm. Also jetzt Gamescom oder CitizenCon. CitizenCon? Genau, CitizenCon. Genau. Weihnachten. Oder Weihnachten wäre so ein typischer Tipp, wo ich sagen würde, könnte gut sein, so. Ja. Dann würden wir den Zeitplan erfüllen, dass wir dieses Jahr noch 2016 das Spiel sehen werden am Markt. War auch damals im Interview in der GameStar so, das, was eigentlich offiziell verkündet wurde oder halboffiziell verkündet wurde. Oder aber ihr tippt darauf, dass das Spiel tatsächlich erst nächstes Jahr 2017 erscheint. Ja. Abstimmen wie immer über Google+. Über einen Monat läuft das Ganze. Im nächsten Monatsreport werten wir dann aus, ob ihr alle die totalen Optimisten seid oder ob das Glas dann doch eher halb leer ist. Wir werden es erfahren. Wir sind sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Wir sagen jetzt mal nicht dazu, was wir spekulieren. Ein kleiner Hinweis noch.
Nein, sag Sach. Ja, es gibt ja so ein, es gibt ja so ein Bild, ne, auf der Squad42-Sektion, ja, der Webpage, RSI-Seite. Ja. Und da steht halt Enlist Now 2016. Ja, ja, genau. Das ist auch offiziell angekündigt. Also von daher, feel free, stimmt ab, wir freuen uns über eure Ergebnisse. Aber streitet euch nicht. Aber streitet euch nicht, so ist es. In diesem Sinne, wir sind durch mit dem Monatsreport. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen. Liked oder disliked die Episode und schreibt uns natürlich gerne Kommentare runter, Meinungen und alles, was ihr noch zu ergänzen habt. Außerdem natürlich unterstützt uns gerne über Patreon. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt. In diesem Sinne verabschieden sich Weezen und Sawyer von dem Monatsreport und von euch mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!